Hi Leute, wir sind's wieder, ja, der Dirk, der Alex und ich, und heute geht es um das schöne Thema Startsprungtechnik, ja, Verbesserung des Startsprungs. Da gibt es sehr, sehr viele individuelle Techniken. Ich habe meine, der Alex hat seine, ja, und der Dirk hat sie ihm wahrscheinlich vermutlich so beigebracht. Und darum geht's, ja. Es gibt eine Technik des Startsprungs, ja, die in der, zumindest in der Theorie, aber auch in der Praxis am schnellsten sein soll. Ja, und ich will mir diese Technik heute mal anschauen, versuchen sie in methodischen Schritten zu erlernen. Und der Alex beherrscht diese Technik schon, und vielleicht kann auch ich dann meinen Startsprung verbessern oder es zumindest an euch etwas weiter vermitteln, oder ihr könnt euch in diesem Video etwas weiterbilden. Dirk, um welche Technik geht es? Warum ist diese Technik so gut und wie können wir sie erlernen? Also wir sprechen hier über die Technik von dem Brett Tandy. Brett Tandy ist ein südafrikanischer Sprinter, der lange Jahre in Amerika gelebt hat, auch noch lebt. Von vielen Spitzensportlern in der Welt angesetzt. Wir versuchen hier eine extrem gute Überführung der Startgeschwindigkeit in die Schwimmbewegung, denn darauf kommt es heutzutage an. Viele Kollegen sind eben der Meinung, dass Starts nicht wichtig sind. Ich habe einen ganz anderen Ansatz. Der Start ist quasi der Startpunkt, die Mutter einer guten Zeit. Und wer vorne langsam ist, wird in der Regel hinten auch nicht besonders schnell sein. So dreht es sich also darum, die Geschwindigkeitsmitnahme in das Schwimmen durch den perfekten Start. Genau, und rein optisch zeichnet sich diese Starttechnik vor allem durch, ja, wie ein, so eine Art Delfin-Armzug in der Luft, oder ein extremes Schwungholen der Arme. Arme als Schwungelement werden hier extrem eingesetzt. Und ich würde sagen, der Alex zeigt uns diesen Startsprung jetzt direkt einmal. Danach werden wir mal kurz gucken, wie sein Startsprung im Vergleich zu meinem Startsprung, ja, so im Vergleich aussieht. Und danach werde ich versuchen, den Startsprung zu erlernen. Ich kann ihn tatsächlich nicht. Ich habe es vorhin mal kurz versucht. Das war was völlig Neues. Und wir werden dann versuchen, es in methodischen Schritten zu erlernen. Also Alex, Brille drauf, und der Dirk gibt das Signal. So, der Alex, der macht gerade Pause, er beherrscht den Startsprung, ja, wie ich schon angesprochen habe schon. Und bei mir ist das nicht der Fall, deshalb versucht der Dirk jetzt, mir das in ein paar kleinen Schritten beizubringen, ja, die wichtigen Knotenpunkte in Vorübungen einzubauen, und damit starten wir jetzt. Womit fangen wir an? Die erste Übung ist ganz wichtig, dass du lernst, deine Beine hochzubekommen, Spannung unter dem Rücken zu erzielen. Ja. Du wirst jetzt mit beiden Händen auf den Startblock quasi raufstellen, festhalten und versuchen, deine Beine nach oben zu werfen, aber Spannung muss im unteren Rücken bleiben. Okay. Ja, da festhalten. Schaut immer, dass ihr einigermaßen nicht so rutschigen Untergrund habt vielleicht. Ja, mit dem Kopf dann runter, genau. Klaren Eintauchpunkt zu realisieren. Du kniest dich bitte hin, nimmst die Arme gestreckt nach oben und versuchst dann über den vorderen Fuß einen klaren Eintauchpunkt zu erzielen. Dann machst du das hier vorne. Hand auf die Spannung haben, strecken. Die nächste Übung, eine ganz wichtige Übung, und die ist dazu da natürlich, um deine Aktion mit den Armen mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Arme sind wichtig, damit du sehr schnell in, dich vom Block wegziehen kannst, in eine günstige Position für deine Füße ziehen kannst. Also stell dich bitte drauf, dein Sprungbein ist vorne, das andere Bein ist hier in einer Standbare nach hinten gerichtet. Ja. Und die ursächliche Aufgabe besteht darin, durch einen gestreckten, dynamischen Armzug dich sehr schnell an eine Position zu ziehen, wo du gut wegziehen kannst. Okay. Thank you.
So, die nächste Übung, nehmen wir endlich einen Ball dazu. Als Deutsche brauchen wir einen Ball, hoffe ich mal. So, insofern, gehst jetzt auf den Block, machst eine klare Startposition, wie wir sie hier haben beim richtigen Start. Ich halte den Ball über dir. Und die Idee ist jetzt, du musst die Beine hochkriegen beim Start, damit du einen guten Eintopfwinkel realisieren kannst. Also ich werde den Ball über deinen Füßen halten und versuchst sie mit den Hacken wegzukicken. Mit dem Schwungbein. Mit dem Schwungbein genau. Wegzukicken, nach oben zu kicken. Wenn du da rankommst, ist es schon sehr positiv. Armposition oder Armbewegung gleich wie bei der Übung richtig davor. Genau, was du vorher geübt hast. Sehr stark ziehen mit den Armen und explosiv die Beine nach oben ziehen. Das Schwungbein muss nach oben kommen. Das heißt, wir nähern uns jetzt schon der neuen Starttechnik. Richtig, jetzt nehmen wir schon den neuen Starttechnik. Okay.